Wir befinden uns im Krieg, wie schon Baerbock sagte. Because we are fighting a war against Russia. Nicht nur im Konflikt mit Russland, sondern auch mit der Natur. Die Städte werden immer größer, die Wälder werden zu Forste, immer mehr Flächen werden verdichtet, englische Gärten entstehen, Steingärten entstehen, die Artenvielfalt nimmt rapide zurück, Monokulturen, die irgendwann auch später zu Wüsten werden. Wir müssen jetzt handeln und können nicht warten, bis die Massen bereit sind. Also, wo ist denn der Kleber? Bleibt ruhig, war doch nur ein Witz. Wie wäre es, wenn wir uns mal eine Bewegung anschauen, die wirklich etwas zielführend sein kann, und zwar dem Guerilla Gardening. Aber was ist denn das Guerilla Gardening? Beim Guerilla Gardening versteht man eine Bewegung, wo Menschen auf öffentlichen, halböffentlichen oder auf privaten Flächen Pflanzen anbauen, um halt hier verwahrloste Gegenden, Räume oder auch in der Stadt für eine Verschönerung und auch für eine Begrünung zu sorgen. Ursprünglich kam die Bewegung aus New York, wurde da in den 1970er Jahren gegründet, um die trostlosen Stadtteile zu verschönern, um die Lebensqualität auch deutlich zu steigern. Wundert mich ehrlich gesagt nicht bei der Wall Street. Inzwischen hat die Bewegung eine große Beliebtheit bekommen und hat sich dementsprechend auch weltweit verbreitet. Ich finde diese Bewegung, und man kann auch sagen Aktivismus, gerechtfertigt, wenn wir uns mal so anschauen, wie wir mit unserer Natur umgehen. Wir holzen immer mehr Bäume ab, Regenwälder weichen, damit wir dort unsere Monokulturen betreiben können, sprühen da unsere Pestizide drauf, die Artenvielfalt geht zurück, Insekten sterben, Bienen sterben, unsere Städte wachsen, Boden werden verdichtet, wir verseuchen unser Wasser, die Luftqualität nimmt ab, das ist eine reinste Katastrophe, was wir hier betreiben. Und mit dieser Bewegung, mit dem aktiven Handeln, rufen wir den Leuten zurück ins Bewusstsein, dass wir halt nur diese eine Erde haben, dass das unsere Lebensgrundlage ist und dass wir endlich mal was machen müssen, damit wir sie hier wieder wertschätzen. Also, welche Pflanzen eignen sich denn fürs Guerilla Gardening? Im Grunde eignet sich ja jede Pflanze fürs Guerilla Gardening. Sei es mehrjährige Kräuter, Stauden, Blühpflanzen, Kulturgemüse, Obstbäume. Die Auswahl ist da schon riesengroß. Man muss halt nur darauf achten, die klimatischen Bedingungen vor Ort, ob die Pflanze sich auch gut alleine versorgen kann oder ob sie jetzt hier eine Pflege vom Menschen braucht. Zum Beispiel Zucchinis oder Tomaten oder im Allgemeinen Kulturgemüse wird wahrscheinlich mehr Pflege brauchen als so Sachen wie Himbeeren oder Brombeeren, die einfach nur rumwuchern würden, die ich auch einfach einmal pflanzen kann und dann die sich super selbst versorgen können. Legt auch hier bitte den Fokus auf heimische Pflanzen, denn mit invasiven Pflanzen könnt ihr dann eventuell ein Chaos verursachen und das ist jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck des Guerilla Gardenings. Auch Samenbomben werden sehr gerne genutzt, ist eine Mischung aus Erde, Ton und Saatgut, die jetzt zu einer Kugel geformt werden und die kann man dann an entsprechenden Stellen platzieren oder auch hinwerfen. Wenn der Regen kommt, haben die Pflanzen so gut wie alles, was sie benötigen, um an die Stelle zum Beispiel aufzukeimen. Am Ende des Videos gebe ich euch noch eine kurze Anleitung, wie ihr eure eigenen Samenbomben bauen könnt. Wir sollten auch mit unseren guten Freunden, den Tieren, kooperieren, weil sie uns hier ungemein unter die Arme greifen können. Beispiel, wenn wir hier Obstreste haben, Pfirsiche, halb gegessene Apfel oder sowas oder verschimmelte Sachen, dass wir die einfach irgendwo in die Natur rausschmeißen und die Tiere sich halt darum kümmern. Ameisen, Eichhörnchen und Vögel sorgen dann hier für eine Verbreitung von dem Samen und dann kann hier wieder an einem neuen Ort ein weiterer Baum entstehen. Was ich sehr gerne mache, ist einige Beeren an meinen Sträuchern hängen zu lassen, damit die Vögel was davon haben. Die freuen sich auch über diese Beeren und kacken dann den Samen an irgendeiner anderen Stelle raus und da kann wieder ein neuer Johannisbeerstrauch zum Beispiel entstehen. Das haben sie mal bei uns gemacht. Nun wächst ein Johannisbeer in unserem Vorgarten und weder ich noch mein Vater haben den dort platziert, weil er auch zwischen den Rhododendron rauskommt. Lasst eure Pflanzen im Garten ausblühen, bis es auch zur Samenbildung kommt. Das mache ich hier bei sehr vielen verschiedenen Kulturen. Klassiker, Feldsalat oder auch ganz normaler Salat. Da tut zum Beispiel auch der Wind die Samen weiter verbreiten und die kommen jetzt bei mir auch überall raus. Im Rasen kommen sie raus, an Beeten, wo ich sie gar nicht gepflanzt habe, auch zwischen Steinritzen. Nehmen wir die Natur als Beispiel und beobachten Pflanzen wie den Löwenzahn, der an manchen Stellen rauskommt, wo ich mir manchmal denke, wie schafft denn das die Pflanze bei so wenig Erde, sich irgendwie zu kultivieren, an Wasser zu kommen und trotzdem zu wachsen und in die Blüte gehen zu können. Wichtig ist es auch, Menschen mit einzubeziehen, die jetzt keinen großen Bezug zur Natur hat. Geht zum Beispiel bei euch in die Gemeindeverwaltung und fragt, ob die irgendeine verwahrloste Fläche haben, die einfach nur unnötig Zeit in Anspruch nimmt, der Gemeinde auch Geld kostet, dass ihr einfach hier fragt, darf ich hier zum Beispiel eine Streuobstwiese draus machen oder eine Wildblumenwiese. Das habe ich zum Beispiel bei mir gemacht. So ist zum Beispiel meine Wildblumenwiese entstanden. Einfach mit dem Argument voraus, dass es hier Geld sparend ist, weil sie sich dadurch Arbeitszeit und dementsprechend Arbeitskraft einsparen und es hier ein wertvoller Beitrag für
Insekten und auch Vögel, im Allgemeinen die Artenvielfalt ist und dass man hier zum Beispiel eine wunderbare Promo-Aktion auch machen kann. Mit diesem Gedanken des Balkongärtners könnt ihr auch zu Restaurants, Krankenhäusern oder auch Hotels gehen, wo sie halt auch hier ihre eigenen Hochbeete aufstellen. Und wenn sie zum Beispiel auch ein Flachdach haben, können sie hier vielleicht in Hochbeeten oder in Kästen ihren eigenen Gemüsegarten anlegen, eventuell auch noch Bienen halten, damit sie hier gutes Gemüse für ihre Küche haben und auch hier eine bessere Qualität für ihre Kunden, einen besseren Service. Die Kunden sind zufrieden, geben dann mehr Geld aus. Das Restaurant bekommt hier eine bessere Promotion, bessere Reichweite, mehr Leute kommen da auf sie zu und dann fließt auch wieder viel mehr Geld. Also ihr wisst, wo die Reise hingeht. Letztlich geht es ums Gemeinwohl, etwas für die Natur zu tun, etwas für die Tiere, für die zukünftige Generation. Also werde ein Teil der Graswurzelbewegung, mache auch zum Beispiel so ein Projekt wie ich, muss nicht im großen Rahmen sein. Schon ein kleiner Balkonkasten reicht, um halt hier erstmal das zu verkörpern und das kann man ja auch langsam steigern. In diesem Sinne, wenn ihr dieses Video Mehrwert gegeben hat, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne auch dieses Video teilen, damit immer mehr Leute darauf aufmerksam werden und auch auf diese Bewegung und etwas handeln ist viel besser, sich auf die Straße zu kleben. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was du vom Gorilla Gardening haltest, ob du das auch schon mal gemacht hast, lese ich sehr gerne. Und sonst, wie versprochen, zeige ich euch jetzt, wie man seine eigenen Samenbomben herstellt. Ich habe mich für meine eigene Komposterde entschieden. Sie ist auch schon sehr gut feucht, von daher lässt sie sich auch ziemlich gut kneten. Habe in den Eimer eine Blumenmischung mit beigegeben, beides miteinander vermengt, dass es eine homogene Masse wird und daraus die Kugeln geformt. Dann noch einen Behälter, wo ihr die Kugeln zum Beispiel transportieren könnt. Ich habe mich für diesen Karton entschieden, weil er schon dafür ausgelegt ist, um solche Kugeln auch einfach lagern zu können. Habe sie an einem Ort gestellt, wo es lichtgeschützt ist und etwas kühler ist und dort lasse ich sie für 48 Stunden lang ruhen.